Hallo und herzlich willkommen zum Call of Donnerstag, eurem wöchentlichen Call of Duty Commentary. Und heute geht es um Nintendo Big N, einen der größten Videospielhersteller aller Zeiten. Und meine Karriere mit Nintendo war auch gleichzeitig mein Start in der Videospielwelt, will ich mal so sagen. Und das Ganze ist ja schon über 20 Jahre her oder 21 Jahre. Ich war damals, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt. Ich glaube 5. Und war mit meinen Eltern auf einem Korsika-Urlaub. Und in dem Leihwagen meiner Eltern habe ich unter dem Beifahrersitz einen Nintendo samt Tetris gefunden. Also einen Nintendo Game Boy natürlich. Und ja, damit war Tetris dann auch gleich mein erstes Spiel. Und es sind natürlich die ganzen Mario-Titel gefolgt. Ging dann weiter über den NES, den Super Nintendo dann auch noch. Den N64 habe ich ausgesetzt. Den habe ich immer nur bei einem Kumpel damals gespielt. Und beim GameCube habe ich auch ausgesetzt, war aber eine tolle Konsole. Damals bin ich dann auf die allererste Xbox gewechselt, als die dann rauskam. Ja, und dann kam die Wii, die ich dann damals in einem Mediamarkt mal angespielt habe, eigentlich ganz cool fand, aber noch abwarten wollte, was denn für Spiele kommen. Und habe sie mir dann schlussendlich nicht geholt. Es kamen zwar die üblichen Mario und Zeldas, die wirklich zweifelsohne natürlich super waren, aber ansonsten kaum Spiele, auf die ich so Lust hatte. Und ich wollte auch dann damals, als die PlayStation 3 und die Xbox 360 kam, eben tollere Grafik und solche Geschichten. Und war dann auch, habe dann Richtung Online-Gameplay tendiert und da war die Wii nicht so wirklich prädestiniert für. Ja, und mit der Wii war das auch im Prinzip für mich schon so, da war dann Nintendo auf dem absteigenden Ast für mich persönlich. Der Erfolg von der Wii war natürlich immens, die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Und geht ja teilweise immer noch weg wie warme Semmeln. Und aber wie gesagt, für mich war das nichts. Dann wurde mit dem, also der Nintendo DS war ja zeitgleich auf dem Handheldmarkt auch ein durchschlagender Erfolg. Aber auch hier wurde dann mit dem Nintendo 3DS an sich ein super Konzept verfolgt. Aber auch hier hat man schon gesehen, die Werbung hat nicht so wirklich rübergebracht, welche Richtung Nintendo gehen will. Und auch hier haben mir teilweise Titel gefehlt, die ich gern gehabt hätte oder die mich bewegt hätten, das System zu kaufen. Denn schlussendlich habe ich das Gefühl, beim Nintendo ist es inzwischen so, man kauft sich diese Konsole wirklich nur wegen der Nintendo-eigenen Hausmarken. Es gibt kaum noch Dritthersteller, die ernstzunehmende Titel entwickeln. Es ist ja kürzlich EA abgesprungen, für die Wii U zu entwickeln. Activision ist noch mit dabei, aber auch hier hat man das Gefühl, wenn Activision zum Beispiel was umsetzt, dass das so halbgare Portierungen sind, um halt noch ein bisschen Geld zu generieren. Und der absolute Hammer kam dann natürlich mit dem Nintendo 2DS. Und ich habe das erst für einen Scherz gehalten, wie glaube ich ziemlich viele. Und das Teil ist sowas von unfassbar hässlich. Ich zeige euch hier mal kurz ein Bild. Es ist unglaublich klobig. Das wichtigste Feature, mit dem damals der 3DS beworben wurde, was ja auch der Name schon sagt, das 3D-Feature ist weg, dass man jetzt nur noch im 2D die 3D-Titel spielen kann. Was für mich der größte Kaufgrund für diese Konsole war, klar, manche haben Augenschmerzen damit, sonst was, aber der Effekt war doch trotzdem cool. Und man kann das Ding auch nicht mehr zuklappen. Das heißt, es wird klobig, man kann sich nirgendwo mal kurz in die Hosentasche stecken oder sowas. Also ich verstehe es nicht. Und das Ganze soll dann um die 30, 40 € günstiger sein als der aktuelle 3DS XL. Und da fragt man sich, naja, diese 30, 40 € da kauft man sich doch ein Spiel weniger und holt sich den vernünftigen, den man zusammenklappen kann. Selbst wenn man jetzt kein 3D-Feature braucht, das kann man ja runterregulieren oder ausstellen. Und ja, ich weiß nicht, was haltet ihr von diesem vorgezogenen April-Scherz von Nintendo? Wie gesagt, ich konnte es nicht glauben, werde mir das entsprechend jetzt auch nicht holen. Ich hatte ja schon lange keine Nintendo-Konsole mehr. Wie gesagt, das Unternehmen an sich mag ich verstehe die Entscheidungen nicht. Für mich persönlich sind die Konsolen nichts mehr, die sie da herstellen. Auch die Wii U ist für mich ein schlechter Gag gewesen. Aber der 2DS räumt damit auch nochmal, wischt damit nochmal locker den Boden auf, was diese Neuigkeit angeht, was jetzt den Lächerlichkeitsgehalt dieser Meldung angeht. Ja, holt sich das Ding jemand? Eure Meinung, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ansonsten jetzt die nächsten Wochen. Ich weiß, ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Videotage nicht mehr eingehalten. Ab Oktober wird das wieder besser. Es wird jetzt demnächst zu einem anderen großen Titel noch ein paar Tipps und Tricks kommen und auch einen Test. Ihr könnt auch schon mal raten, was das sein wird. Der Titel trägt eine 3 im Namen und ist kürzlich erschienen. Was mag das wohl sein? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wenn ihr euch jetzt noch langweilig sein sollte, schaut euch einfach mal den Test an zu Splinter Cell Blacklist, wer den verpasst hat. Ich stelle euch das mal in die Videobeschreibung oder jetzt in die Anmerkungen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis demnächst. Haut rein. Another huge setback for the CIA. An American in Washington today, more rumors of the Blacklist.
Gentlemen, the Blacklist is real.